Hallo, heute möchte ich euch das Elephone P8000 vorstellen, welches wir exklusiv von Elephone bekommen haben. Es handelt sich hierbei noch um ein Vorserienmodell, welches gerade gestern produziert wurde. Wie beim Elephone P7000 gibt es drei Farben. Einmal, wie ihr hier sehen könnt, in Gold, dann einmal hier in Schwarz bzw. Grau-Silber und dann zu guter Letzt noch einmal in Weiß. Nun möchte ich noch mal mehr auf die Optik eingehen. Hier vorne seht ihr die Frontkamera, den Button. Hier oben dann gibt es den Kopfhöreranschluss. Hier auf der rechten Seite den Volume Rocker für die Lautstärkeregelung. Hier unten noch mal die Power-Taste und unten USB-Anschluss. Hinten befindet sich die Frontkamera sowie der LED-Blitz und ein Fingerprint-Scanner. Das Elephone P8000 hat einen 4200 mAh Akku verbaut. Dieser ist aber nicht entnehmbar. Des Weiteren kann man hier sehen, dass das Elephone P8000 sowohl TF-Karte und zwei SIM-Karten-Slots anbietet. Also es ist ein Dual-SIM, Dual-Standby-Smartphone. Das Elephone P8000 liegt ziemlich schwer in der Hand. Daher lässt es vermuten, dass doch dieses Mal sehr viel Metall verarbeitet wurde. Diese Information kam auch von Elephone selber. Daher möchte ich das jetzt einmal wiegen, um zu schauen, wie schwer das Smartphone auch selber überhaupt wiegt. So, die Waage zeigt jetzt hier 201 Gramm an. Daher können wir schon ausgehen, dass wahrscheinlich auch wirklich ein guter Akku verbaut wurde und sehr viel Metall verarbeitet wurde. Aber ich werde das dann später noch mit dem Elephone P7000 vergleichen, so dass man auch sehen kann, ob das wirklich stabiler und massiver ist. Okay, nun möchte ich nochmal auf ein kleines Highlight vom Elephone P8000 eingehen. Genau wie das P7000 unterstützt dieses hier den Fingerprint-Scanner. Das möchte ich euch hier nun kurz demonstrieren, indem ich jetzt meinen linken Zeigefinger hier einscannen tue. Das funktioniert einfach wie beim C7000, einfach absetzen und ansetzen, bis man da die ganze Leiste hier voll ist, 100% erreicht wurde und alles abgescannt wurde. Das dauert ein wenig, aber auf diese Weise kann man sehen, wie lange das dann entsprechend in der Realität dauert und auch ja, wie funktionstüchtig diese Funktion ist. So, nun wurde das eingescannt. Wir probieren das jetzt einmal aus. Ausschalten, kurz an, auf Standby. So, linken Zeigefinger. Okay. Ach ja, und eben hatte ich noch vergessen zu erwähnen, als ich den Deckel abgenommen hatte, dass das Elephone P8000 kein NFC unterstützt. Das kann man hier sehr schön sehen. Wurde ja nichts verarbeitet, was einen NFC vermuten lassen würde. Okay. So, hier habe ich jetzt auf meiner rechten Seite nochmal das Elephone P7000 zum Vergleich zum Elephone P8000, dem Nachfolger. So, ich zeige euch jetzt hier nochmal den Metallrahmen, der bei beiden verarbeitet wurde. Und ja, in der Kamera lässt sich das jetzt nicht erahnen und auch nicht erblicken wahrscheinlich, aber wenn man das Gerät selber in der Hand hält, dann merkt man schon, dass das Metallrahmen vom Elephone P8000 doch sehr viel massiver und auch ja, hochwertiger anfühlt als jetzt wie beim P7000. So, und das werde ich euch jetzt auch nochmal kurz zeigen. Der Kollege Stefan, auch unter ITX bekannt, hat ja schon gezeigt, dass das Elephone P7000 nicht sehr stabil ist und sich leicht biegen lässt, wie man hier sehr schön schon sehen kann. Mit ein wenig Druck lässt sich das sehr schön biegen. Wenn man den Akku sogar rausnimmt, welcher diesen Rahmen noch stabilisiert, sieht man das noch mehr, lässt sich das noch einfacher verbiegen. So, das wollen wir jetzt nochmal mit dem P8000 ausprobieren, ob das denn auch wirklich genauso einfach verbiegbar ist oder ob das jetzt wirklich stabiler und massiver ist. Machen wir mal kurz auf den Deckel ab. So, wie ihr seht, hier, ich mache schon richtig Druck, könnt ihr auch an meinen Fingern sehen, dass ich da Druck jetzt ausübe, aber hier lässt sich nichts verbiegen jetzt. Das lässt schon mal Schlussfolgern, dass das P8000
von der Massivität her einfach nochmal ein Stück besser ist oder am Weiten besser ist. Und auch, wie ich eben gewogen habe, dass es 200 Gramm wiegt, lässt auch das Schluss nochmal zu, dass es ein gut verbautes Smartphone ist. Mit einem 4200 mAh Akku. So, zu guter Letzt gehen wir noch ein wenig auf die Spezifikation vom Elephone P8000 ein. Es handelt sich hierbei um ein 3 Plus 16 GB Smartphone und es wurde ein MTK6753 verbaut, welcher bis zu 1,3 GHz taktet. Des Weiteren bekommt man das Elephone P8000, wie man hier sehr schön sehen kann, out of the box direkt mit Lollipop 5.1.